Der elegante und unverwechselbare IONIQ 6 läutet eine neue Ära der Elektromobilität ein. Sein stromlinienförmiges Design und sein kokonartiges Interieur schaffen eine neue exklusive Raumerfahrung, die das Unterwegssein im Auto völlig neu definiert. Das Stromliniendesign schafft einen grandiosen CW-Wert von 0,21 und damit schafft er bis zu 600 Kilometer Reichweite und soll nur mit einer Ladung dank der innovativen 800 Volt Ladetechnik mit Ladezeiten von 15 bis 30 Minuten auskommen. Und schon jetzt räumt der IONIQ 6 Bestnoten ab, wie zum Beispiel im Euro NCAP mit 5 Sternen. Und damit gehört er zu den sichersten Fahrzeugen der Welt. Lasst uns zusammen entdecken, was der IONIQ 6 drauf hat. Was ich natürlich super finde, ist auch, dass der neue wieder in Verbindung mit dem Schlüssel das fahrerlose Einparken und Ausparken beherrscht. Hier drückst du Fahrzeug schließen, dann 4 Sekunden die Hold-Taste und dann an der Seite die Fahrtasten vor und zurück, je nachdem, wo du hin möchtest. Und schon fährt dein Auto wie von Geisterhand einfach so los. Sobald du die Finger von den Tasten nimmst, stoppt das Fahrzeug dann automatisch. Ideal, wenn du mal wieder eingeparkt wurdest und dein Fahrzeug aufgrund des wenigen Platzes nicht betreten kannst. Natürlich helfen dir auch noch weitere Parkassistenten und Kameras, aber dazu später mehr in einem Extra-Kapitel. Ein ganz besonderes Dankeschön geht natürlich nochmal an die Firma ASL Lichtblau GmbH in Potsdam und Teltow, die mir dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben. Wenn ihr Fragen habt zum IONIQ 6, dann wendet euch doch sehr gern an die kompetenten Mitarbeiter des Autohauses. Alle Links und Infos habe ich euch nochmal hier in der Videobeschreibung verlinkt. Schauen wir uns jetzt mal das Infotainment-Display an und gut finde ich auch, dass das wirklich nicht ganz so verspiegelt ist. Also hier sieht man nicht allzu viele Spiegelungen. Bei manchen Displays ist es so, dass du wirklich hier dann direkt schon gespiegelt wirst, was bei Hyundai jetzt nicht der Fall ist. Es ist relativ matt und gut anzusehen. Begrüßt wirst du mit der Uhrzeit, mit dem Radiosender, mit deinem Akkustand, mit der voraussichtlichen Reichweite und natürlich der Ort, die Außentemperatur. Interessante Geschichte, genau die Informationen, die man braucht. Nicht zu viel und auch nicht zu wenig. Dann gehen wir mal auf das Auto und schauen uns mal hier die nächste Funktion an. Hier hast du nochmal 910 Meter bis zur nächsten Ladestation und gleichzeitig natürlich auch nochmal dann bestimmte Einstellungen, die du hier variabel nochmal ändern kannst. Im Reiter nächste Fahrt kannst du nochmal die Fahrt einstellen, die du sozusagen jetzt nochmal tätigen möchtest und gleichzeitig bei Energietransfer hast du die Möglichkeit, den Mindestladestand bzw. Maxi hier einzustellen. Ansonsten gehen wir nochmal zurück ins Hauptmenü und hier sehen wir schon eine ganze Menge Funktionen. Zum Beispiel kommst du in dein Navigationssystem rein. Du kannst die Sitzheizung und Sitzbelüftung einstellen. Das ist jetzt eine interessante Geschichte, denn das ist von den Schaltern hochgewandert in das Menü rein. Hier hast du die Möglichkeit, deine Heizung bzw. auch deine Sitzlüftung einzustellen für Fahrer und Beifahrer. Und das geht jetzt nicht mehr mit der einfachen Taste, die du sonst immer gedrückt hast, wo du einfach mal die Sitzheizung nur direkt über den Schalter aktiviert hast. Finde ich persönlich nicht so optimal, weil beim Fahren dieses Menü herauszufinden, wenn man es jetzt nicht gewohnt ist, das ist schon dann doch eine Anstrengung für das Gehirn. Gleichzeitig dann noch auf den Verkehr zu achten, ist eine Geschichte, die vielleicht nicht so optimal ist. Hier unten ist nochmal deine Lenkradheizung mit dabei. Das kannst du über dieses Menü ebenfalls noch bedienen. Und natürlich auch Klima vorne. Du kommst hier direkt nochmal in die Klimaanlage rein und kannst hier alle Einstellungen betätigen, die du möchtest. Ein bisschen zu viel für meine Begriffe, aber manche mögen es und deswegen wird es Hyundai hier sozusagen direkt verbaut haben. Autofunktion, Sync-Funktion für die beiden Temperaturen und Klimaanlage, Sitzheizung hinten nochmal aktivierbar. Temperatur ebenfalls hier über den Schalter zu aktivieren, kann man aber auch nochmal manuell im Panel, was sich direkt darunter befindet, einstellen, zeige ich euch später nochmal. Jetzt gehen wir mal zum nächsten Reiter rein und schauen uns hier mal dann die Karte an. Das ist dann so, wie wir von Hyundai es gewohnt sind, alles übersichtlich, vernünftig. Die Navigation hat sich auch nicht doll verändert. Du hast hier immer noch verschiedene Sachen, die du hier eingeben kannst, von der Suche
bis hin zu verschiedenen letzten Zielen oder halt dem Hyundai Service, gespeicherte Orte und, und. Der nächste Reiter beschäftigt sich mit deinem Telefon und deiner Telefonprojektion. Alles geht natürlich wieder über Bluetooth und das Handy direkt. Klimaanlage hatte ich schon gezeigt. Gehen wir nochmal in den extra Reiter rein. Das ist nochmal dann der direkte Befehl, den du hier eingeben kannst. Hier schauen wir uns mal die Einstellungen ein, die sonst noch gehen. Und da geht es dann sozusagen auch nochmal in die Lautstärke- und Audioeinstellungen. Hier kannst du nochmal dein gesamtes Soundpaket, was hier von Bose verbaut ist, richtig optimal einstellen, wenn du sozusagen Klangexperte bist und noch ein bisschen mehr Power brauchst, dann ist das Menü genau das Richtige für dich. Persönliche Profile noch einzulegen, klar, wie ich gesagt habe, das Telefon kann man ebenfalls verbinden über Bluetooth und hat dann hier sozusagen alle Telefonfunktionen mit dabei. Bluelink ist ebenfalls wieder am Start, wenn du dir sozusagen dein persönliches Profil anlegst über die App, übers Handy, kannst du mit Bluelink eine ganze Menge machen und darüber gibt es auch nochmal ein extra Video, aber das würde jetzt für den Wagen zu weit führen und wird außerdem auch irgendwie langweilig. Bildschirmeinstellung ebenfalls noch dabei für die Experten, die ihren Bildschirm quasi dunkler und heller stellen möchten, je nachdem, wie die Sonne draußen ist, beziehungsweise wie es in der Nacht ist. Manche mögen es dunkler, manche mögen es heller. Kann man hier ebenfalls machen. Zusätzlich noch die Blaufilterfunktion, die sozusagen noch ein bisschen deine Augen schützt. Was haben wir noch dabei? Direkt im Menü. Wir schauen dann nochmal über verschiedene Navigationseinstellungen, die man hier tätigen kann und das Navigationssystem natürlich direkt einzustellen, hier über die verschiedenen Reiter mit allen Unterfunktionen. Da kann man schon eine ganze Menge machen. Jetzt schauen wir uns nochmal die Batterie- bzw. Elektrofunktionen an, die hier im Fahrzeug mit drin sind. Zum Beispiel Ladelimit, Ladestrom kannst du ebenfalls nochmal einstellen. Dann gibt es die Batteriekoordinierung, den Standmodus und die intelligente Rekooperation, was hier ebenfalls nochmal einstellbar ist. Über die Rekooperationstasten kannst du dann hier nochmal die Verzögerung optimal für dich angleichen. Bei den Hauptthemen von diesem Menü sind wir jetzt sozusagen durch und gehen mal in den zweiten Monitor, das heißt praktisch deine Fahreranzeige. Auch wieder bei Hyundai am Start die verschiedenen Drive Modes, die du hier aktivieren kannst. Hier der normale Drive Mode, dann der Sport Drive Mode. Hier hängt das Gaspedal wirklich sehr an der Karosserie und du hast eine exzellente Übersetzung. Also er fährt dann doch schon noch ein bisschen sportlicher als sonst. Der Eco-Modus ebenfalls wieder am Start. Dann ist natürlich vom Gaspedal nicht mehr so viel zu spüren, reicht aber ebenfalls und reicht natürlich auch, um hier etwas Strom zu sparen. Die Tastenfunktionen am Lenkrad auch wieder wie bei Hyundai gewohnt. Verschiedene Möglichkeiten hier, verschiedene Menüpunkte zu erreichen. Du kannst die Assistenten aus- und einstellen. Du kannst noch verschiedene Fahrinformationen hier aktivieren. Gleichzeitig der Spurhalteassistent, der ist noch auszuschalten. Verschiedene Modis, dein Telefon aktivieren übers Lenkrad, die Lautstärke von deinen Medien einstellen und so weiter und so fort. Und hier diese vier LEDs, die bedeuten natürlich auch noch eine ganze Menge mehr an Funktionen. Zum Beispiel bei der Sprachsteuerung leuchten die auf und wenn du dein Fahrzeug lädst, hast du dann hier gleichzeitig die Übersetzung, wenn dein Fahrzeug voll ist. An der Ladestation werden dir hier von diesen vier LEDs dann deine Ladezyklen übersetzt. Bis zur vierten LED, wenn die voll ist, dann ist auch dein Fahrzeug voll. Beschäftigen wir uns jetzt nochmal mit den manuellen Einstellungen hier vom Hyundai IONIQ 6. Ja, es gibt direkt noch manuelle Funktionen, die man hier sozusagen noch aktivieren kann. Und da geht es erstmal mit der obersten Leiste los. Da geht es über die Navigation bis zur Karte, über Mediafunktionen, dein Telefon verbinden, gleichzeitig natürlich auch noch den Radiosender einstellen. Das kann man hier ebenfalls noch tun über die Tune-Taste. Und hier hat man noch die Möglichkeiten, die verschiedenen Parksysteme und Kameras zu aktivieren. Gleichzeitig natürlich das Wichtigste, Start- und Stopp-Taste. Hiermit machst du das Auto an und auch wieder aus. Hier sehen wir die Temperaturanzeiger von deiner Klimaanlage und gleichzeitig natürlich noch, welche Lüftung aktiviert sind. Dann kannst du hier nochmal über diese Taste im Menü dann die Punkte Sitzheizung und Lenkradheizung erhalten. Auto ist natürlich dann auch für die automatischen Einstellungen für die Klimaanlage Lüftung on-off, die Lüftung höher drehen, die Lüftung niedriger drehen, Frontscheibenheizung, Heckscheibenheizung, Umluft,
Luft und natürlich auch die Temperaturwahl. Das sind so die manuellen Menüpunkte, die man hier noch beim Hyundai direkt eingeben kann. Und diese Klavierlackoptik ist natürlich schön für den Betrachter, wenn sie geputzt ist. Aber wenn du hier viel rauf tippst, man sieht schon, kommen dann sofort Fingerabdrücke und die bleiben dann auch. Also für jeden, der gerne putzt, der hat hier immer zu tun bei jeder Fahrt, nachdem er sozusagen dieses Display bedient hat. Durch diese Klavierlackoptik ist natürlich alles immer schön zugetouched mit den Fingern. Aber das soll nicht Thema des heutigen Videos sein, denn wir kümmern uns jetzt mal noch um die nächsten Funktionen. Je nach Ausstattung von deinem Hyundai IONIQ 6 hast du natürlich noch viele Funktionen, die hier im Menü aktiviert werden können. Wir kümmern uns jetzt mal um die Parkfunktion und das ist natürlich wieder ein Highlight anhand der ganzen verbauten Kameras hier in dem Auto. Man sieht hier erstmal den Übersichtsdisplay und gleichzeitig siehst du hier, was hinten passiert. Hier siehst du natürlich nochmal die gewohnte Einstellung von Hyundai direkt von oben. Ich aktiviere jetzt mal den Rückwärtsgang und du siehst natürlich, wie es jetzt hier sozusagen gleich mit den verschiedenen Funktionen abgeht. Du hast die Möglichkeit, deine Lenkung zu sehen. Du hast einen roten Bereich, du hast einen gelben Bereich, den du hier sozusagen beim Einparken nutzen kannst. Gleichzeitig wird dir das Ganze hier auch nochmal, wenn du dein Lenkrad bewegst, von oben gezeigt. Ich bewege mein Lenkrad jetzt mal nach rechts. Da kommt der gelbe Streifen auf der linken Seite. Dann bewege ich das Lenkrad jetzt nach links. Da kommt der gelbe Streifen auf der rechten Seite. Das ist so die Kameraübersicht beim Einparken. Richtig gut gelungen. Also mehr Informationen braucht man dann wirklich nicht mehr. Außer man hat dann auch nochmal die Kameras im Außenbereich als Rückspiegel verbaut. Dann hast du natürlich hier nochmal im Monitor alle Ansichten, die du hier in den Außenspiegeln ebenfalls nochmal hast, digital im Fahrzeug projiziert. Du hast natürlich noch umfangreiche weitere Funktionen, die du hier aktivieren kannst. Du kannst diese Kameraeinstellung direkt für den hinteren Bereich nutzen und du kannst nochmal schauen, wie es an deiner Seite aussieht. Hier sind die Fahrertüren tatsächlich noch mit abgebildet und du kannst gucken, wie es unter deiner Tür aussieht, dass du da sozusagen keinen Pfeiler mitnimmst. Finde ich eine sehr interessante Geschichte. Wenn man hier dann nochmal in diesem Menü nachschaut, hat man nochmal eine komplette Grafik zur Rundumsicht von dem Fahrzeug. In den Einstellungen kannst du dann natürlich noch verschiedene Kameraeinstellungen mit dazu schalten bzw. auch ausschalten, je nachdem, wie du es menütechnisch haben möchtest. Ich finde dieses Display wirklich sehr gelungen. Es hat alles, was man braucht. Man sieht wirklich komplett das Fahrzeug rundum, ob von hinten oder direkt mal aus den Türen raus. Sehr schön gemacht. Wenn man wirklich mal komplizierte Situationen hat, wo man einparken möchte, kann man das mit dem Display definitiv tun.